circa 1,5 Monate nach Kanal Start oder so, also nach dem ersten Video. Vorher kam alles von mir und auch zwischendurch, man hat es ja immer so ein bisschen beobachten können, dass ich das Nächste eigentlich Haltestelle, hauptsächlich mache. Rathaus. Ich habe halt einfach ein bisschen mehr Zeit als er. Gerade auch unter der Woche. Ja, man merkt. Ja gut, bei ihm ist es halt auch so, dass er hauptsächlich andere Sachen spielt, also OMSI nicht ganz so oft. Er spielt zum Beispiel Arma ganz gerne mal. Also eigentlich sehr gerne. Und ja, Da drüben ist ein OMSI Offenativ. recht wenig. Schön, gefällt mir. Jo. Also ich hätte das ja wie gesagt relativ spontan gemacht und dann allerdings auch irgendwann mir gesagt, dass das eigentlich gar keinen Sinn hat, weil ich habe damals mit einem Laptop von meiner Mutter aufgenommen oder generell die ganze Zeit gespielt. Und ja, die Videoqualität war super, die Soundqualität war ebenfalls super, die Soundqualität ist jetzt immer noch super. Ja, aber da Ja. soll sich ja auch bald mal irgendwas ändern, ne? Ja, ich muss da ein bisschen was an Geld in die Hand nehmen für. Ja, ich auch. Also, ich finde jetzt zwar die Soundqualität bei mir nicht unbedingt schlecht, aber es geht besser. Was in der Scheiße? Deshalb, ich möchte mir da auch irgendwann mal was Neues anschaffen. Aber es kostet halt alles. Ist das Hallo, nicht wenig? hallo. Ja, das ist richtig. Also ich weiß ja nicht, in welche Richtung du da gehen willst, aber ich werde, wenn dann, versuchen, direkt aufs Ganze zu gehen und mir was richtig ordentlich zu holen, ordentliches zu holen. Das heißt, es wird wahrscheinlich so auf Rode hinausgehen. Ja, ich habe das ja auch vor. Also so ein Rode Procaster oder Podcaster, glaube ich. Eins von beiden auf jeden Fall. Halt ein vernünftiges Mikro. Nächste Nicht gleich Haltestelle. sowas Ja, wie ein ich NT1A tendiere oder hier. sowas komplett auf die Kacke hauen, sondern ja, Regionalverkehr der Deutschen Bahn schon was sowie zu. Ja, Bezahlbares. doch, zu dem tendiere ich tatsächlich. Ach. Zu einem NT1A, weil da weiß ich auf jeden Fall auch, was ich habe. Weil das hört man ja oft bei anderen. Und keine Ahnung, irgendwie, das ist halt. Ja. Fahr mal an euch Ich vorbei. kenne das halt. Ich weiß halt, wie die Qualität da ist. Und dann kaufe ich mir einmal was Anständiges und dann hält das ein paar Jahre und dann ist das gut. Das wird jetzt knapp. Brauchst du zwar halt auch wieder ein extra Mischpult, weil ist ja XLR, aber naja. Nicht Mischpult, Audio Interface. Also geht beides, aber ich werde mir da eher ein Audio Interface dazu holen, weil bei einem Mischpult ja auch, soweit ich weiß, einiges an Qualität verloren gehen kann. Jo. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Escape drücken. Kommt denn hier der nächste Zug? Steht denn das? Da auf den Anzeigen, ne? Erst in 100.000 Jahren. Ach, Scheiße. Ja, ist doch gut. Lass auf jeden Fall auf den warten. Ja, Ja, ich habe mir hier den Zug durch die BR425 von Blankwitz ausgetauscht. Ach so. Da tauchen erstmal die Fragezeichen auf. Im ersten Moment.
Ich weiß gerade nicht, ob das mein Internet ist oder dein Internet, Nick, aber auf jeden Fall leckst du manchmal. Das ist toll, das könnte auch meins sein. Ich meine, ich bin ja bei der Telekom, da wäre das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich habe wie gesagt keine Ahnung, was da vorne so ein paar genau das. Ja, ich habe eventuell auch mal vorgehabt oder immer noch vor, vielleicht auch in die Flugsimulator-Szene mit einzusteigen. Was allerdings auch Okay. wieder teuer as fuck ist. Nee, da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Ich bin ja auch zurzeit so am Überlegen, was ich noch machen könnte, weil dadurch eben, dass ich, dass die Leute hauptsächlich durch OMSI zu mir gekommen sind, ist es eben schwierig, andere Projekte an die ranzubringen. Also man sieht das auch bei ETS, das gucken jetzt im Verhältnis nicht so viele. Und Spintires konnte ich ja schon mal komplett vergessen. Von daher weiß ich nie so ganz, was ich da machen soll und was ich noch bringen könnte, weil ich mir jetzt momentan auch nichts einfällt, was ich noch so, was mich interessieren könnte und was ich mal ausprobieren könnte. Oder wovon du die Aufnahmen da lässt. Ja, aber das war nicht absichtlich. Wäre Nächste auch Haltestelle, ein bisschen Mosel. verwerflich gewesen. Dann hätte ich dich geschlagen. Wäre das absichtlich? Ja, das müssen wir dann halt irgendwann mal neu machen. Ist halt doof gelaufen. Ja. Sag an. Ist echt doof gelaufen. Ja, Captain Obvious ist wieder da. Ja. Aber guck mal, ich habe bald die Verspätung wieder rausgefahren. Also bis zum Wohnpark kriegst du dich hin, aber. Wie viel hast du denn noch? 1, 2. Ah, okay. Ich sehe das nämlich hier irgendwie nicht so ganz. Ah, da schick ich hin. So. Ja, gut. Packt aber auch hier echt. Ja, gut. Man hätte es besser machen können, aber. Ist egal. Du Stirbt keiner parkst von. alternativ. Trotz, dass ich ihn immerhin habe, der nicht von Alter ist. Ja, man kann halt nicht immer perfekt parken. Nächste Haltestelle, Leisinger Straße. Frau kann gar nicht perfekt parken, aber das ist ja. Ne? Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich lang muss. Geradeaus. Ja, ich merke es auch. Ich bin hier schon seit Ewigkeit nicht gefahren. Ich auch nicht, aber ich kenne die Linie trotzdem, weil ich bin die früher sehr oft gefahren. Ja, ich tue auch durchaus auch bald das ein oder andere Mal. Also eigentlich fährst du ab hier nur noch geradeaus. Ah ja, jetzt weiß ich gerade, wo ich wieder bin. Ja. Ja, doch. Hallo. So, man könnte auch die zweite Tür noch öffnen. Oh, Tür und zu. Ihr macht das ja super. Ihr seid da drin. Ah, okay, jetzt habe ich wieder Bild. Ich hatte gerade ein schönes Standbild.
Schauen, wo ist der Transporter? Ah, komm auch dann vorbei. Jawohl. Das läuft. So. Nächste Haltestelle, Mendelscher Weg. Mendelscher Weg, aha. Mendel, was? Nee. Geht der jetzt auch, beziehungsweise hat er jetzt schon vor 2 Tagen oder so Dschungelcamp begonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, da ploppen übrigens Autos auf. Das Dschungelcamp hat doch vor ein paar Tagen begonnen. Ja, das ist schön. Toll. Du guckst das nicht, oder? Doch, immer. Absolut. Auch immer dreimal. Natürlich. Zeichne das auf. Weil, ist so toll. Ja. Nein. Nächste Haltestelle. Wohnpark Neumarschen. Nee, so ein Käse tue ich mir nicht an. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Da gucke ich ja noch lieber das Zeug, was in den YouTube-Trends landet. Trends? Weil das sind aktuell nur und das ist schon 1000 Hartkreise, 1000 Hartkreise Messer, genau. 1000 ja. Grad heiße Messer. Ja, Scheiße. Ist super. Das ist ein Traum. 1000 Hartgrad Messer, Alter, what the fuck. Ich kann das mit dem Deutsch. Ich muss jetzt schon gleich wieder los? Also wie ist das denn? Oh Gott. Hey, okay. Fahrplan abbrechen. Was gibt es hier noch so für Ziele? Ah, das passt. So. Machen einmal den Motor aus. Blinker aus. Und dem ja, dann war's das jetzt hier von meiner Seite aus. Wir drehen jetzt gleich noch die Rückfahrt bei Nick, die in der Stunde jeweils vorher kommt als bei mir. Und ist gut, dass die Rückfahrt vorher kommt. Ja, ist sehr gut. Machst du nichts. Könnt ihr natürlich auch warten, bis hier alle Folgen von veröffentlicht sind und dann beim Nick gucken. Ist euch überlassen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Und hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war's von mir auf jeden Fall. Guckt gerne nochmal auf dem Kanal vorbei, ich zwinge euch zu nichts. Und ja, der Nick hat das letzte Wort. Ja, gut, dann wünsche ich euch einfach auch einen schönen Tag und sagt Tschüss.